Das kann ich so noch nicht sagen. Es kommt wirklich auf die Entwicklung drauf an. Es ist für jemanden wie mich, in Luzern kennt man mich sehr, sehr gut. In der Schweiz wird es schon schwieriger und außerhalb noch schwieriger. Und da ist einfach die Frage, mache ich noch ein ganzes Programm? Also, ich habe mich so noch nicht entschieden. Also, es gibt sicher keinen solchen grossen Rücktritt wie mit Roger Federer. So etwas gibt es sicher nicht. Ja, wenn die Leute jetzt ein bisschen mehr von mir sagen, dann sagen sie, dass das sich nicht geschlagen hat, dass ich zu wenig Sport mache. Sicher mehr Sport, aber für mich allein. Biken tue ich, wir haben ein bisschen angefangen golfen, das ist eigentlich so ein Seniorensport. Ich will mehr ein bisschen wandern, auch in den Entlebucher Bergen. Das sind so Sachen, die ich mir wirklich vornehme. Und jetzt ist es natürlich wirklich so, dass durch das, dass ich viel am Wochenende halt wirklich neben der Frau durchkomme. Das ist ein bisschen der Nachteil von dieser Geschichte. Aber ich habe nicht Angst, dass ich in ein Loch hingehe, weil ich sage jetzt mal, so schöne Sachen wie da bei euch heute, das werde ich vielleicht auch noch ein paar Jahre machen, wenn ich nicht mehr richtig auf der Bühne, auf der Tournee bin. Ja, wir haben vorhin vom Sport geredet. Ich bin noch sehr langsam zwar, aber ich bin noch joggt und Marathon gelaufen und habe schon lange her, 2013, eine Meniskusoperation gehabt. Und eigentlich, der Doktor hat mir damals gesagt, der Operateur könne nie mehr joggen und so ist es. Und das hat ein bisschen zu tun mit dem Umfang natürlich, aber vor allem auch mit den Voraussetzungen, die ich habe, die bei uns in der Verwandtschaft immer ist. Ich spüre es. Ich habe Tinnitus, den ich früher auch nicht hatte. So, das sagen auch so die üblichen, aber ich leide nicht derart extrem. Und beim Blutspenden muss ich auch sagen, ich nehme Dr. Vogel für Prostata. Das muss ich dort ausführen und ankreuzeln. Aber ich habe nicht verglichen mit anderen Leuten, wo wirklich etwas fehlt, geht es mir sehr, sehr gut. Ja, das ist natürlich, weil man es immer wieder sieht, das ist wahrscheinlich das, was alle Angst haben. Das ist einfach die Demenz. Wo man wahrscheinlich, wenn ich den Meniskus gar nicht wusste, am anderen Tag muss ich zum Doktor, es ist sofort eine Diagnose gemacht worden. Und ich glaube, so die schleichenden Sachen, die Sachen, die man nicht kann diagnostizieren kann, und vor allem die, wo um Persönlichkeit geht. Und dort ist halt schon, ja, sage ich ehrlich, ich habe Angst vor so einer Demenz. Und wenn man natürlich in meinem Alter ist, hat man viele Leute im Umkreis, wo man das sieht. Und das finde ich, ist etwas Verrücktes, weil es eben Persönlichkeit verändert. Und weil uns die Angehörigen derart mit reinziehen. Ja, für mich ist es natürlich zum Teil ein Fendil. Ich spiele ja auch die Figur, der Feri. Das heisst, der Feri sagt etwas und der Thomas hat eine Meinung, die sich in vielen Fällen deckt mit dem, was der Feri sagt, aber nicht immer. Manchmal tue ich halt wirklich für eine gute Pointe zu haben, für eine gute Ausgangslage. Ich das an. Für mich ist es halt wirklich ein Fendil. Ich bin ein sehr interessierter Mensch, gesellschaftlich, politisch. Und das ist halt ein Fendil, wenn ich nachher auf der Bühne irgendetwas kann sagen kann. Und ja, das hilft mir in dem Sinn. Oder? Ob ich selber humorvoll bin, das weiss ich selber nicht einmal so. Also ich bin auch dünnhütig, wenn man mich attackiert. Ich will nicht, dass sie mich so würden attackieren, wie ich da auf der Bühne tue. Ja, das ist sehr speziell gewesen. Ich arbeite ja schon länger mehrheitlich daheim, also wenn ich im Büro bin. Das habe ich früher schon übrigens gemacht, als ich noch Informatiker war. Und es war so ein Morgen gewesen, es hat nichts funktioniert. Ich war am Telefon gewesen, und da ist zuerst irgendjemand gekommen, ein Bettler, der noch Zahndörgeli angehört. Wie der jetzt rausgekommen ist, weiss ich auch nicht. Als nächstes ist wieder irgendjemand gekommen, der etwas verkaufen wollte. Und als ich während dem Telefon wieder geläutet habe, bin ich an die Haustür in einem Mehrfamilienhaus. An die Türen aufgetan und einfach gesagt, jetzt muss ich aber gar nichts haben, einfach nur abfahren. Als ich dann ein bisschen das Telefon aufgehängt habe, habe ich mir so überlegt, dass ich eigentlich zwei Frauen gesehen habe. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Zeugen Jehovas oder mir etwas verkaufen wollen, haben wir es überlegt. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit der Frau Senektuten, Ortsleiterin, weil mir der Nachbar gesagt hat, die seien am Morgen da gewesen. Und seither zahle ich via Bankgutschrift zahle ich etwas ein. Ich weiß nicht, ob sie nicht mehr trauen zu kommen oder ob sie einfach sagen, ja, so haben wir es sicher, was er dort spendet. Aber das ist mir natürlich nie recht gewesen. Darum habe ich es auch vorhin wieder erzählt, schon bevor du das Gerät hier eingeschaltet hast.
Nein, das ist speziell. Und ich finde natürlich wahnsinnig, was die Leute machen. Eben so solche Stinkmuffeln haben, wie bei mir, kann Leuten und gar klären, was eigentlich drunter ist. Der Effekt ist, du siehst, ich habe das Zenit bekommen. Das ist etwa, als ich 6, 57 war. Und sie haben mich alle ausgelacht, die besuchen sind, wieso ich das schon habe. Was denn mit mir los ist. Aber ich finde es auch sehr, sehr interessante Zeitschrift. Gut, danke vielmals.